Mittendrin in der Internationalen Deutschen Meisterschaft 2016 findet auch heute die WM-Quali für dieses Jahr statt. Und unter anderem startet daher Neubauer. Und Ihr Vorname? Bauer. Spätestens jetzt macht es bei 99% unserer Zuschauer auch Klick, weil Sie sind ja natürlich schon mittlerweile ein bekannter Mann und Sie sind ja auch nicht erst seit gestern in der Szene, oder? Nee, ich bin 50 Jahre auf der Bühne. 1966 bin ich das erste Mal in Köln aufgetreten, in der Flora, der 8. Oktober. Ach, der allererste Auftritt sitzt noch wie die Eins bei der ersten Mathearbeit. Ja, ich habe noch nicht vergessen. Na? Das ist natürlich das Wertvollste, was man auch haben kann im Leben. Ne? Und dann sind Sie eigentlich für mich jetzt der beste Athlet, den ich eigentlich mal fragen kann. Inwiefern hat sich denn die Fitness- und Bodybuilding-Szene in den letzten 50 Jahren verändert? Ist die stärker geworden oder schwächer? Ja, das sind verschiedene Sachen, die sich verändert haben. Die ganze Ernährung hat sich verändert. Früher hat man normale Hausmannskost genommen und hat sich danach ernährt. Und heutzutage gibt es ganz andere Sachen, was die Leute kaufen können. Vom Eiweiß angefangen und Mineralien und alles. Ne? Das gab es früher nicht in der Zeit, wo ich angefangen habe. Und sind Sie irgendwann auf die neue Zeit umgesprungen oder machen Sie immer noch alte Schule? Ja, teilweise Hausmannskost noch von früher, so wie die Frau kocht. Ne? Und sagen wir mal natürlich auch Zutaten von Eiweiß, Pulver und Mineralien auch. Ne? Aber spätestens, als Sie gesagt haben, Hausmannskost, werden jetzt bei vielen so die Tränen laufen, die nur mit Reis und Pute durchs Leben laufen und nicht die schöne Hausmannskost sich gönnen können? Die Vorbereitungen, die mache ich natürlich mit Reis und Putenfleisch oder mit Fisch, Kabeljau, ne, und Reis oder Nudeln und Kartoffeln. Die wievielte, wenn Sie sich jetzt qualifizieren für die Weltmeisterschaft, die wievielte Weltmeisterschaft ist das denn, an der Sie teilnehmen? Das ist jetzt die vierte. Und seit wann sind Sie international schon unterwegs? Gut, 6 oder 7 Jahre. Und ist es ein großer Unterschied zum eigenen Land, sage ich mal, wo man, wenn man startet bei den Landesmeisterschaften oder mal über den Tellerrand hinausschaut? Es ist an für sich nicht so viel Unterschied. Ne? Also international habe ich immer gut ausgesehen. Bin 2-mal Vize-Europameister geworden, ne? Und letztes Mal 3. der Weltmeisterschaft. Und einmal war in Ungarn 6. gewesen. Das sind ein paar Leistungen, da muss man auf jeden Fall den Hut vorziehen. Um jetzt zum Abschluss zu kommen, hätten wir natürlich jetzt noch die letzte Bitte. Was würden Sie gerade der jungen Generation jetzt noch mit auf den Weg geben, was diese am besten so auf der Bühne umsetzen kann, was Sie natürlich noch als Erfahrung mit sich tragen? Also sagen wir mal, ständig gutes Training und eben sagen wir mal eine gute Ernährung. Das muss verbunden werden, ne? Sonst haut das allen nicht hin. Also Jungs, habt ihr gehört, wenn das jemand weiß, dann ist es dieser Herr. Willi, es war mir eine große Ehre. Ich wünsche viel Erfolg für die Qualifikation, ja, und natürlich auch für den internationalen Start dann. Dankeschön. Dankeschön.